unter passablen Zustand. Hier unten sieht Frau von. Da erkennt man noch so ein paar Zahlen ganz leicht. Rode, der sich auch noch steigern muss in dieser Saison. Das gilt für einige bei der eine ernsthafte Alternative für diese Partie. Hat sich ja schwer verletzt in der letzten Bundesligaspiel. Das ist der einzige mit wirklich Erfahrung in dieser Klasse. Der Rest, alles Rookies im Oberhaus. Rode, außen marschiert Oczipka. Gute, schnelle Verlagerung. Es dauert sehr lange, immer noch Hochscheid. Meier. Oczipka, Inouye, der sehr lebhaft wird hier in der Anfangsphase, der ja auch mächtig Kritik einstecken musste nach den ersten Spielen. Kein Foul an Kratz. Die große Eintracht spielt mit der kleinen Eintracht hier Katz und Maus. Und es geht weiter. So, es ist ja noch gute Zeit, ein bisschen Zeit, um in Sachen Transfers was. Jackson und dann das. Die Frankfurt. Und Oczipka, sie gehen immer auf dieselbe Stelle, auf Inouye gegen El Abdelau, der das sauber löst in diesem Fall. Und Oczipka. Für das 1:2, aber allen ist klar, will man die Klasse halten, dann muss man zumindest bis jetzt. Und Frankfurt ist präsent mit Flum, hinten Meier. Wer sonst? Gegen Katletz, der hier schon sehr gut mitmacht. Ein Torschuss hatte, drei Vorlagen. Da Stürmermann die Hälfte seiner Zweikämpfe bislang gewinnt. Das ist schon ein passables Debüt. Zögerlich ist und Glück hat, dass Trapp da hinten so gut mitmacht. Ich glaube, das hätte eher Ecke geben müsste. Braunschweig, der das Ganze hier lenkt, der auch mal Ruhe reinbringt, der mal verlagert. Teuer Kauf. Falsche Idee. Flum, der deutlich besser spielt heute als beispielsweise in Berlin. Kaum Fehlpässe drin. Sekunden gibt's on top. Nochmal Meier. Easy verteidigen diesen Ball von Celozzi. Und Oczipka. Anspiel. Und Oczipka. Das war sich jetzt wohl selbst nicht mehr so ganz sicher, ob das sauber war. Gesehen hat, auch sehr clever, dann gleich Richtung Schiedsrichter zu pöbeln. Sollte Jackson kriegt den Ball in den Rücken, kann er nicht viel mit anfangen. Oczipka. Ja, technisch 1A von Oczipka. Oczipka mit vorne, sorgt ein bisschen für Theater in der Braunschweiger Defensive. Und dann Eigner Deluxe Kopfballchance kommt. Muss man wohl so sehen. Leichter Schubser davon. Aber wenn er noch mal Raum
kriegt und seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und Schipka, einer Kopfballstärke, der ein oder andere Ball wird noch reinfliegen jetzt. In den 16er und gleich also dann das Flanke auf Kumbela. So würde sich der Braunschweiger Fan das wünschen. Kumbela gegen Andersson. Normaler Zweikampf. Willkommen in der Bundesliga. Und hat es jetzt, glaube ich, erstmal wieder schwer, in die erste Elf zu kommen. Ich denke, die hat sich heute formiert, diese erste Elf.